Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online mit den beliebtesten Leveln am Sonntag. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir schauen mal, was es heute am 8.10. so für Level für uns gibt. 8.10.? 8.10. müsste heute sein. Genau, wir schauen mal. Also wir haben ein klassisches Rock Music Royce Castle. Wir haben ein Themenlevel auf Platz 3 und wir haben ein Refreshing-Level auf Platz 3, auf Platz 4, auf Platz 5, auf Platz 6, auf Platz 7 haben wir ein Musik-Level, auf Platz 8 wieder ein Refreshing-Level und auf Platz 9 den Swamp Speedrun, den wir als erstes zusammenspielen werden. Wie gesagt, die Refreshing-Level und die Musik-Level lasse ich schon generell aus. Da gibt es überhaupt kein Thema, die werde ich definitiv nicht spielen, weil ich sowas nicht mag. Und jetzt schauen wir mal, wie wir es hier mit den Twomps zu tun bekommen. Ah, ich hätte auch noch springen müssen. Oh Mann. Da habe ich definitiv schon mal verkackt. Oh Gott. Das war knapp. Und da war aber schon das Ziel. War relativ kurz. Ich würde sagen, wir schauen noch mal rein. Wir schauen noch mal rein. Da habe ich ein bisschen jetzt verkackt. Also es bekommt vielleicht sogar... Ja. Bekommt vielleicht sogar ein Herz, aber ist ein bisschen kurz gewesen. Wir müssen mal schauen. Also, hier geht es nach oben, da muss ich springen. Das sah auf jeden Fall schon besser aus jetzt. In die Richtung. Und dann in die Richtung rennen. Und dann habe ich es nicht mal geschafft. Dann habe ich es nicht mal geschafft hier zu... Und bin ich da beim ersten Mal durchgekommen. Das verstehe ich nicht. Das verstehen die, was ich da anders gemacht habe. Hä? Ich meine, gut, wir haben dasselbe geschafft, ne? Aber was ist mit der Stelle da? Was ist mit der Stelle los hier? Okay, sah besser aus jetzt. Okay. Wir haben sogar noch 3 Sekunden übrig. Muss man schnell reagieren. Habe ich beim ersten Mal besser gemacht, aber ich wollte ja meine Zeit auf jeden Fall verbessern. Okay. Geht auf jeden Fall noch ein bisschen schneller, aber egal. Wunderbar. Wir schauen uns das nächste Level an. Find the errors in the pictures. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir die Fehler suchen mussten. Na dann, tot. Bitte schau genau hin und spring nicht ins Verderben. Okay, wo ist hier der Fehler? Wir haben einen Zahn und wir haben hier mit dem grünen Pilz. Okay. Das hatte definitiv gepasst. Und wir bekommen sogar immer angezeigt, was genau verkehrt ist. So, wir haben hier einen Musikblock. Bei den anderen ist eine Wolke hinter der Wippe. Genau, wunderbar. Die 10er-Münze nehmen wir uns natürlich mit. So, was ist hier? Fragezeichen, Fragezeichen, Block. Hier fehlt definitiv von dem Strang über der Feuerblume so ein Punkt, ne? Bei dieser Bahn da. Ich könnte langsam auch mal wieder in Dings kommen. Ein Speicher. Okay, warte mal. Bei den ersten 2 haben wir eine Münze. Ich glaube, bei dem 3. ist keine Münze versteckt. Genau. Ja. So, dann müsste jetzt das nächste eine 50er geben. Okay, was ist... Kann ich mir jetzt hier irgendwas aussuchen, oder was? Na, hier hüpfen die Sterne so rum. Müsste eigentlich der Unterschied sein. Hab ich jetzt eine 50er gekriegt? Ja, ich glaube schon. Oder war das nur ein Bonusraum? Okay, man konnte ja sowieso nirgendwo sterben. Dann wird es jetzt definitiv ein bisschen schwieriger. So, wir haben Eiszapfen. Wir haben hier dahinter, aber hinter dem Greifer etwas... Gut. Genau, da ist nämlich noch ein Block gewesen. Den hat man bei den anderen Greifern nicht gesehen. So, Feder, P-Switch... Eisblock, Kanone, Schlüssel. Die Kanone schießt definitiv auch gleich.
Hinter den Zahnrädern sind rote Blöcke versteckt. Wo ist hier jetzt bitte schön der Fehler? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel haben wir. Das Trampolin liegt auch bei allen dreien gleich. Zahnräder. Hinter den Kanonen ist auch nichts versteckt. Ein Eisblock haben wir. P-Switch haben wir. Ja, ich würde jetzt mal fast sagen, dass hier der Hintergrund ist, aber das könnte ich mir... Ne, Hintergrund geht auch nicht, eigentlich. Eine Feder haben wir, den Powerblock haben wir, die Bahn haben wir. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, was hier der Fehler ist. Hinter dem Donutblock ist auch nichts. Ich bin gerade etwas überfragt, wo hier sich jetzt der Fehler befinden soll. In der Mitte wäre es gewesen. Ich hätte gerne gesehen, was. Okay, dann müssen wir halt nochmal starten. Und ich möchte natürlich dann wissen, was da der Fehler war. Ich habe ihn nicht gesehen. Also in der Mitte, in dem mittleren, soll definitiv irgendwas anderes sein. Beim Zahnrad, aber was soll da anders sein? Dreht sich das ein bisschen schneller oder was? Oder ist da ein heller, da ist ein hellerer Block dahinter, ne? Das ist rot und das ist... das habe ich jetzt nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, hier wird es jetzt ja, wird's ja heftig jetzt. So, wir haben einen Cooper. Wir haben einen Pfeil. Boah, das ist heftig, ey. Das ist schwierig. So, das stimmt, das stimmt. Der Pfeil geht bei allen nach oben. Feuerblume. Notenblock. Laufrad. Kranke ist in der Mitte hier anders. Ranke ist in der Mitte anders, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Irgendwas mit der Ranke war es auf jeden Fall da genau. Dieser im Donut-Block ein bisschen anders aus. Ein schönes Endscreen-Level hier. Also das hat ja mal wieder wirklich, ja. Also in 35 Sekunden, da muss man wirklich alles auswendig lernen, weil beim ersten Durchlauf schafft man das definitiv nicht, denke ich mal. Rebounding Blazing Fortress. Wall Jump, Plattform Level, Follow the Directional, 2 Checkpoint. Na, wir schauen mal rein. Mit einer 3%igen Abschlussrate bin ich mir nicht ganz so sicher, ob wir das Level heute schaffen werden. Also wir müssen auf jeden Fall definitiv Wall Jumps machen. Mal sehen, wie schwer es sein wird. Das war schon mal nicht gut. Ich hätte auf die Trampoline draufspringen müssen und ich habe das Trampolin hochgehoben. Auch nicht schlecht. Okay. Hätte er zweimal springen müssen. Okay. Die hätte dann den Powerblock aktiviert. Okay. So, dann hier nach drüben. Dann dahin. Da einmal drauf. Da zweimal drauf und dann dahin und dann darüber. Ah, okay. Da bin ich dann zu weit nach rechts gerannt. Okay, aber wie gesagt, das mit dem Walljumps. Das ist immer noch nicht. Ist immer noch nicht so meins. Hier könnte man sich theoretisch gesehen sogar noch retten, wenn man da richtig springt, ne? So, hier rüber. Dahin. Da hat er irgendwie nicht genug Anlauf gehabt. Boah, das... Ah, wie gesagt, so eine Level sind...
So. Okay. Okay, und jetzt hier ducken, es müsste hoffentlich ein Checkpoint kommen. Ah, da hätte man drauf gekonnt, da hätte man stehen bleiben können, da hätte man sich eine Weile ausruhen können. Ach so, ein Mist, ey. So ein Mist. Ah. Okay. Nein, nicht. Ich will nicht neu starten. Ich will beenden. Ach komm, wir probieren es nochmal. Aber so eine Walljump-Level in dem Stil mag ich nicht wirklich, weil das alles. Dem einen oder anderen gefällt es wahrscheinlich. Ich bin von diesem. So. Hier muss man die richtige Technik haben, dann klappt das. Da ich die nicht hab, klappt das bei mir nicht. Nee, ich mir an dem Level jetzt 20.000 Mal die Versuche mache, machen wir lieber weiter und schauen uns das nächste Level an. Super Musiklevel, Kunstlevel, Techniklevel, The End, Kai so leid. Was haben wir da auch wieder 3% Abschlussrate? Es ist genau das gleiche wie jetzt. Kaizo ist so eine Sache, das kann nicht jeder, das mag nicht jeder. Probieren kann man es natürlich. Der erste Sprung war in Ordnung. Den habe ich verkackt, weil ich das Vieh nicht gesehen habe. Aber es wird angezeigt zumindest, wo man springen muss. Das ist schon mal sehr gut. Man hat auch hier lange genug Zeit, um zu reagieren. Schwierig. Echt schwierig. Auf die ganzen Maulwürfe hier drauf zu springen. Und Spin. Na klar, das Zeichen war da. Man hat es aber zu spät gesehen. Ich weiß noch nicht, ob es einen Checkpoint gibt hier. Keine Ahnung, mal sehen, wie weit wir kommen. Bis ich abbreche. Ach ja. Immer wieder an der gleichen Stelle zu sterben, ist dann aber auch ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, ne? So. Checkpoint. Huhuhuhu. Ich war so froh, dass ich den Sprung geschafft habe, ey. Aber das ist nämlich fies hier. Das ist richtig fies. Dann bleibe ich an dieser komischen Stachel da hängen. Hm.
wir haben eine gute Chance, dass wir das Level schaffen. Wir haben eine gute Chance, dass wir das Level schaffen. Wie gesagt, der Stil gefällt mir auf jeden Fall auch. Warum springst du da nicht ab? Hat beim ersten Mal da auch wunderbar funktioniert. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich jetzt gar nicht, warum ich da nicht springen kann. Falsche Seite geditscht. Der muss nach rechts, damit ich dann da nochmal drauf springen kann. Okay, diesmal hat es geklappt. Und wieder da oben. Wieder dort oben in die Stacheln rein. Tschüssi. Ich darf auf jeden Fall nicht Neustart machen. Dann muss ich das erste auch nochmal alles machen. So. Da stand ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu lange drauf. Dann geht der ja runter. Dieser Bumble da. So. Als schon den zweiten Sprung auf diesen Monty da verkackt. Habe ich glaube ich schon vorher gesehen, dass das nichts wird. Ach Mann, das ist ärgerlich, ärgerlich. Jedes Mal wieder dieser Beetle da, der da in der Luft schwebt. Der will. Bin ich zwar gesprungen, aber zu spät auf den und hab's dann nicht mehr nach drüben geschafft. Ah, das ist. Das ist echt. Echt kompliziert. Bitte gib mir einen Checkpoint. Oh ne, jetzt muss ich wieder Feder, oder? Oh Gott. Kann ich nochmal zwischenlanden? Okay, da ist das Ziel. Sehr schön. Und ich habe sogar noch ein Leben gekriegt. Wie gesagt, das Federfliegen ist auch nicht jedermanns Sache. Das ist, muss man da vor, zurück und dann... Aber ich bin stolz auf mich, dass ich dieses Level geschafft habe. Und es bekommt definitiv auch ein Like von mir. Das hat Spaß gemacht. Super. Okay, Kunst. Pausers, Castle, Kaizo, Light. Nee, Kaizo lasse ich mal jetzt lieber. Plattform Jumping Easy Version. Okay, 9,40% Abschlussrate. Dadurch, dass es eine leichte Version ist, sollten wir das eigentlich hinbekommen. Es gibt vielleicht auch noch eine schwere Version. Da müssen wir mal schauen. Okay. Okay, dann hier hoch. Und hier rüber. Das war knapp. Das war echt knapp. So, mal schauen. Das war wahrscheinlich. Hier rüber, ja. Dahin. Dahin. Dann hier einmal ausweichen, bitte. Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Checkpoint. Okay, super. Schöne Wege gebaut hier, um den Checkpoint erstmal zu aktivieren. Wie gesagt, und das soll die leichte Version sein. Schwierig, muss ich sagen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da drüber, da haben wir es, glaube ich, geschafft, ne? Ja, wunderbar. Okay.
Kann man natürlich auch noch viel schneller schaffen, ich weiß, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das Level zusammen gemeistert haben. Ihr habt mit mir gelitten, ich weiß. Okay, eine Geschichte, schon mal ein Kaizo-Light. Und weitere Geschichten, Musiklevel, Platforming, 1000 Feet Below. It's time to dive deep into the deeps of the caves. Enjoy, good luck. 2,90% Abschlussrate. Das wird nochmal knackig hier. Das wird nochmal richtig knackig. Wir schauen mal. Okay. Da hätte ich da drüben hinspringen können. Okay, gut. Hab den Tromp nicht gesehen. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, durch die Tür. Ich hätte gleich darüber springen müssen. Jetzt komme ich nicht mehr darüber. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ach, dann springe ich zu weit nach links rüber. Naja, gut. Okay, also bis zu der Stelle alles noch im grünen Bereich, würde ich sagen. So. Da ist alles noch im grünen Bereich. Ah, okay, nee, ich muss da runter und dann da hoch. Okay, ja, ich hab's, okay. Und ich sagte noch, bis dahin ist alles im grünen Bereich, ne? Aber die Technik gefällt mir, die ist richtig gut. Ganz schnell da durch die Tür. Oh mein Gott. Okay, Checkpoint. Sehr gut. So, wie kommen wir an den Schlüssel? Hä? Okay, die obere Plattform darf ich wahrscheinlich nicht benutzen. Wahrscheinlich ein... Die hier, genau. Puh, das war knapp. Das war echt knapp. Oh ne, jetzt kommen diese verdammten... Hä? Hä? Da muss ich ja sowas von schnell sein. Da muss ich ja sowas von schnell sein. Da muss ich ja echt sowas von schnell sein, ey. Also das ist gut gemacht hier. Und das ist Ziel. Ja, wir sind durch. Oh, geil. Das hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Richtig schönes, wunderbares Level. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. In 30 Sekunden kann man das schaffen. Würde ich gerne mal sehen, wie das geht. Aber egal. So, Shellshot. Mach mal nicht... No and Lift Speedrun, nee, Power Trip, Technik Level, nee, Abschlussrate zu gering. Gib mir nochmal ein schönes Level hier, so ein schönes Platforming Level. Ghost House Platforming 2, 9,64% Abschlussrate. Ich denke mal zum Schluss, zum Ende der Folge ist das wahrscheinlich. Also wir finden den ersten Teil noch, dann müssen wir den ersten Teil natürlich auch noch. Den ersten Teil natürlich auch noch spielen. So. Hier drüber. Hier drauf und dahin. So. Checkpoint, sehr cool. Okay. Brauche ich den Schlangenblock noch für irgendwas? Ja, um hier rüber zu kommen. Ah!
Dann muss ich wahrscheinlich zurück, wenn ich einen Schlüssel habe. So. Okay. Da rein komme ich nicht, aber da kann ich einen Schlüssel benutzen. Gut. Weiter geht's. Also das ist ein schönes, entspanntes Level, muss ich sagen. Es macht richtig Spaß, ist auf meinem Niveau. Wir sind durch. Good game. Passt schon. Das war wirklich nicht schwierig. Hat ja auch eine knappe 10%ige Abschlussrate gehabt. Ihr könnt die Level alle gerne selber spielen, denn hier auf diesem Bildschirm seht ihr auch den Levelcode unten rechts, da, hier über Kommentare. So, Ghost House Platforming 1 müssten wir eigentlich jetzt noch spielen. In the Middle of the Storm, ein Player. Okay, warte mal. Hier haben wir noch einen Spooky Splatoon. Ich schaue mal ganz kurz bei dem Kollegen, der dieses Level gebaut hat. Ob wir da Ghost Platforming, Ghost House Platforming 1 auch noch finden. Cave Platforming hat er auch gemacht. Das haben wir gespielt. Mysterious Cave. Ghost. Ach, das haben wir schon gespielt, das erste. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier noch Cave Platforming 2 an mit 2 Checkpoints. Und dann ist der Part für heute beendet. Und wir sind durch diesen Sonntag mit Super Mario Maker Online. Auf geht's. Cave Platforming 2. Bumm. So, sehr gut bis jetzt alles. Uah, da muss ich ja rüber. Da muss ich mir den Schlüssel holen und nach rechts weiter runter. Ich hätte auch oben lang gehen können. Die 30er Münze. Ah, okay. So. Okay, und wie gesagt, den Schlüssel brauche ich wahrscheinlich. Und dann kann ich nämlich hier weiter. Ah, okay. Guck mal, hier gibt es auch bestimmt einen Nebentrenn, ja. Also die Level sind also optisch richtig schön aufgebaut. So. Und dann geht es hier wahrscheinlich weiter. Und hier rüber, dahin. Oh Gott, das ist gemein gewesen, dass die dort runtergefallen sind. Habe ich noch einen Checkpoint? Okay. Wie gesagt, ich fand es jetzt. Oh Gott, da muss er ja schnell sein. Da muss er echt schnell sein. Was ist hier? Da kann ich mich nochmal zurück. Nee. Aber ich kann versuchen. Okay, hat nicht ganz geklappt oben mit einem One-Up. Aber wir bekommen ein schönes Feuerwerk, haben dieses Level geschafft. Und damit, ihr Lieben, tja, was soll ich sagen? Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ein Herz vergebe ich noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Da ist, glaube ich, schon Vorproduktion, da bin ich im Urlaub. Muss ich mal sehen, wie ich das hinkriege. Auf jeden Fall kommt noch ein Video, wenn ich Urlaub habe. Und bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Thank you.